Hallo, ihr fabelhaften Skorpiongeborenen und Skorpion-Aszendenten. Herzlich willkommen zum Liebeshoroskop im Februar 2018 mit eurer Astrologin Antonia Langsdorf. Liebesplanet Venus fordert euch Anfang des Monats noch heraus, geht dann aber in einen superschönen Aspekt, ganz harmonisch zur Skorpionsonne. Und der verspricht viele schöne und auch erotische Momente. Wenn ihr in einer persönlichen Angelegenheit Unterstützung braucht, könnt ihr natürlich gerne eine Beratung bei mir buchen. Ihr erreicht mich über meine Homepage oder mein Kundentelefon. Beides verlinke ich unten in der Videobeschreibung und auf der Infokarte hier im Bild. In meiner Verlosung gibt es diesmal eins meiner Jahreshoroskop-Bücher zu gewinnen. Mehr dazu am Ende des Videos, also bleibt dran. Alles über euren Erlebnishintergrund erfahrt ihr in meinem Jahreshoroskop Teil 1. Da habe ich die langfristigen Tendenzen ausführlich gedeutet, die auch jetzt im Februar für euch gelten und euch auch die Geburtstagskinder genannt, die wichtige Aspekte von den langsam laufenden Planeten empfangen. Also schaut doch da nochmal rein oder schlagt es in meinem Jahreshoroskopbuch nach. Leicht verändert haben sich im Februar nur diese Aspekte für euch. Der Jupiter steht jetzt für die Geburtstagskinder vom 13. bis 17. November auf der Sonne. Wenn euer Aszendent zwischen 21 und 23 Grad Skorpion ist, wird Jupiter über euren Aszendenten laufen. Den konsolidierenden Aspekt von Saturn empfangen im Februar die Geburtstagskinder vom 27. Oktober bis 1. November. Und die Lilith inspiriert euch, wenn ihr zwischen dem 1. und dem 6. November Geburtstag habt. Und jetzt schauen wir uns die aktuellen Konstellationen im Februar an. Die Sonne, die Venus und der Merkur stehen in eurem vierten Sonnenhaus der Familie, im Wassermann. Wahrscheinlich ist also einiges los bei euch zu Hause. Vielleicht habt ihr Gäste, denen ihr gern euer schönes Zuhause zeigt, oder ihr ladet zu Karneval zu euch ein. Skorpione in fester Beziehung genießen ihre Partnerschaft im kuscheligen Heim. Für die dritte Dekade ist es allerdings vielleicht manchmal ein bisschen stressig. Ihr sehnt euch nach Harmonie, aber ihr könnt euch nicht aufraffen, etwas dafür zu tun. Das ändert sich alles ab dem 11. Februar. Da geht die Venus dann ins Zeichen Fische und damit in einen superschönen Harmonieaspekt zu eurer Sonne. Das macht euch kreativ und verführerisch. Ihr habt Lust auf Erotik und Zweisamkeit und seid überhaupt sehr anschmiegsam. Das gilt bis zum 19. Februar vor allem für die erste Dekade, dann bis zum 27. für die zweite Dekade und danach empfängt die dritte Dekade den schönen Aspekt bis zum 7. März. Falls ihr gerne Karneval feiert, werdet ihr viel Spaß haben und seid wahrscheinlich offen dafür, zu flirten und zu verführen. Und weil die Venus gute Aspekte zum Saturn bildet, kann aus einer Karnevalsaffäre sogar etwas Längerfristiges werden. Insofern ist der 11. Februar, der Karnevalssonntag, ein Top-Tag für euch. Wenn ihr jemanden kennengelernt habt, dann trefft euch doch am besten am Freitag, den 16., gleich noch einmal. Das ist nämlich auch ein Top-Tag für euch, denn da verstärkt der Mond die guten Tendenzen und hilft euch dabei, eine Begegnung zu vertiefen. Aber vorher haben wir ja noch den Neumond am 15. Februar und der ist auch sehr interessant. Er findet im Wassermann statt und damit in eurem vierten Sonnenhaus der Familie. Und für die Meditation bietet es sich an, dass ihr über euer Zuhause nachdenkt, über eure Familiensituation. Und falls es da etwas zu regeln gibt, können euch zum Neumond originelle neue Lösungen einfallen. Zum Beispiel, falls ihr schwierige Kinder in der Pubertät habt, wie ihr damit umgehen könnt. Vielleicht wollt ihr aber auch zu Hause etwas renovieren oder neu gestalten, dann habt ihr dazu auch gute Ideen. Am 18. Februar gehen zuerst der Merkur und dann die Sonne beide ins Zeichen Fische. Dann habt ihr für den Rest des Monats fünf Planeten in eurem fünften Haus der Kreativität und Lebensfreude und amorösen Abenteuern. Das könnte so schön sein, wenn nicht der Mars ab der Mitte des Monats und noch bis Anfang März quer dazu stehen würde. Er steht bei euch im Haus der Finanzen. Ihr müsst also aufpassen, dass es nicht im Zusammenhang mit der Liebe oder mit einer neuen Affäre Auseinandersetzungen um Geldfragen gibt. Bestimmt hattet ihr euch für dieses Jahr vorgenommen, finanziell besser dazustehen, jetzt wo der Saturn endlich aus eurem Geldhaus herausgegangen ist. Und vielleicht habt ihr euch über Karneval dazu verführen lassen, finanziell über die Stränge zu schlagen und jetzt ärgert ihr euch. Oder ein Liebespartner will sich Geld von euch leihen und ihr lehnt das ab und derjenige ist sauer oder enttäuscht.
Das sind so die psychologischen Fallstricke mit dieser Konstellation. Ich bin darauf auch ausführlich in der kosmischen Schwingung eingegangen. Das solltet ihr euch auch nochmal anschauen. Aber wenn ihr freundlich um Verständnis bittet, dass ihr euch vorgenommen habt, auf euer Geld aufzupassen und deshalb nicht bereit seid für Investitionen, die ihr noch nicht richtig einschätzen könnt, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Es kann euch halt nur passieren, dass ihr in der Kommunikation etwas zu harsch auftretet, denn ihr habt ja jetzt hier Saturn, Lilith und Pluto in eurem dritten Haus, das ist die Kommunikation. Da kann es schon mal passieren, dass ihr sehr hart rüberkommt. Versucht es nach dem Motto freundlich, aber bestimmt, dann müsste es funktionieren. Und dabei hilft euch auch der Merkur, der steht ja hier im guten Aspekt zu euch in den gefühlvollen Fischen. Und da werdet ihr dann schon die richtigen Worte finden, wenn ihr bewusst darauf achtet. Ein Top-Tag für einen sanften Austausch und für kuschelige Stunden zu zweit ist der Mittwoch, der 21. Februar. Und auch der Montag, der 26. Februar, sieht sehr gut für euch aus. Die Venus beginnt dann einen traumhaften Aspekt zu Jupiter, der steht ja bei euch im eigenen Zeichen. Dann kann euch niemand widerstehen und ihr selbst fühlt euch auch großzügig. Es spricht ja nichts dagegen, jemanden zu verwöhnen, wenn ihr selbst Freude dran habt und dazu stehen könnt. Das waren eure Konstellationen im Februar. Wenn ihr euch für eine persönliche Beratung bei mir interessiert, schaut doch einfach auf meiner Homepage vorbei oder ruft auf meinem Kundentelefon an. Dann könnt ihr eure Wunschberatung bei mir buchen. Beides verlinke ich hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Mit meiner Webinarreihe Antonias Sterne geht es dann im März wieder weiter. Der nächste Termin ist am Freitag, den 9. März um 17 Uhr. Dann könnt ihr mir eine Frage zu eurem Horoskop stellen. In meiner Verlosung könnt ihr diesmal eine Ausgabe meines Jahreshoroskops als Buch gewinnen. Mit eurem Erlebnishintergrund zum Nachschlagen und allen wichtigen Daten und Zahlen des Jahres bis Dezember. Natürlich freue ich mich auch, wenn ihr euch das Buch kauft, denn dann habt ihr nicht nur ein schönes Buch mit den Tendenzen für das ganze Jahr, sondern ihr unterstützt damit auch meine Arbeit für die kostenlosen Horoskop-Videos. Und so nehmt ihr an der Verlosung teil, postet mir einfach einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal. Einfach hier klicken, dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Schaut euch für euren Erlebnishintergrund auch nochmal Teil 1 eures Jahreshoroskops als Video an, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Und wichtige Informationen zu den Konstellationen gibt es auch in meinen Video-Specials. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.